Hallo und willkommen zurück bei Silent Hill 2 mit der James und seinem Brettchen. So, wir haben ein paar Problemchen hier in den Apartments. Nicht nur ist es sehr unübersichtlich, sondern die Geizen voll mit den guten Spritzen. Ja, wir sind gerade ein bisschen rumgeistern. Wir wissen nicht, wo es lang geht. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ihr wisst es wahrscheinlich und könnt es mir nicht sagen. Ich wollte jetzt nochmal hier rausgehen und schauen, ob ich mit der Feuerleiter in den dritten Stock komme. Ansonsten habe ich halt das Problem, dass ich nicht erinnere, wo ich gerade rauskam. Weil wir hatten ja den Rätselraum und der wird für irgendwas gut gewesen sein, dass ich da rauskam. Ich depp aber halt erstmal, klug wie ich war, meinen Weg nach unten zum Speicherpunkt gemacht. Weil es halt einen Shortcut gab und ich habe vergessen, welcher Raum jetzt neu war. So, we got a little problem. So, wir sind hier oben halt lang gegangen, also muss es irgendwie einer von den unteren sein. Steht da. Kleiderschrank! Steht da. Ja, genau, wir sind durch. Also, dann war das 206, aus dem wir raus sind. Ja, aber 204 kommen wir nicht. 204 ist dicht. Ich weiß nicht, ob wir in 205 und 207 waren, aber da sind halt Pfeile drin. Also heißt das eigentlich, dass wir drin waren? Ich bin mir gerade sehr unsicher. Ich weiß nicht, wann es was einzeichnet. Aber irgendwann, weil ich bin mir sicher, ich bin rausgekommen und wir sind dann gleich straight nach unten. Das heißt, die drei Räume da haben wir vielleicht noch nicht. Anyway, ich gehe trotzdem erstmal nochmal raus. Und schau mir die gute Feuerleiter an, ob ich nicht doch da vielleicht in den dritten Stock komme, weil ich mir gerade sehr unsicher bin, ob ich das eben versucht hatte. War das nicht? Oh. Okay, ich dachte, das ist der Weg zur Feuerleiter. It's not. Ah, sie war da rechts. Okay. Sieht alles gleich aus. Und deswegen würde ich es nicht lange machen in Horrorspielen. Wenn es in Real Life wäre. Ich würde mich jetzt bei 3 Stunden im Kreis drehen. Dann elendig sterben. Und genau, das hatten wir halt vom zweiten Stock quasi runtergetreten, meine ich. Aber ging es auch in den dritten Stock, ist die Frage. Ich bin mir gerade unsicher. Okay. Ich glaube, ich hatte geguckt und da ging es nicht lang. Schön. Schön. Das ist 207. 208. Na, gucken wir mal, ob Vergangenheitskiri irgendwas übersehen hat. Wie ihr wisst, ist Vergangenheitskiri echt nicht zuverlässig. Zukunftskiri ist teilweise sogar noch schlimmer. Ja. Und Gegenwartskiri ist ganz okay. Kann man machen. Genau, das war nur das Zettelchen. Wie komme ich da jetzt nicht. Komme ich da jetzt nicht mehr ran? Das war scheinbar. Scheinbar ein One-Way-Ticket. Gut, das ist super. Entschuldigung. Okay, hier waren wir. Warum sieht es aus, als ob ich hier raus kann? Kann ich. Dann müsste ich ja eigentlich hier rein können. 205. Nein, dann war ich in 205 noch nicht. Fuck.
haben wir den gerade nicht mitgenommen, ha? Huh? Frage ist, wie komme ich da jetzt hin? Long way down, I guess. Ah, müssen wir vielleicht noch mal... Wartet. Moment. Okay, James. Ich bin auch pissed, weil wir keine Heilung haben, aber, ne? Immer mit der Ruhe, Junge. So, wie komme ich jetzt am besten... schnell da oben hin? Das ist die Frage. Wo bin ich hier lang gekommen? Ja, ich kann grad nicht. Ich bin busy zu sterben. Gut. Müsste ich jetzt hier aber eigentlich einfach da wieder hinkommen. Right? Uiuiui. Und Typi, den ignoriere ich einfach mal, weil I am almost dead. Oh, das sind kleine Drecksviecher. Wo sind die kleinen Kackis? Ja, wo seid ihr? Ja, wo seid ihr Kackis? Ich höre euch doch. Wo ist noch einer? Ja, wahrscheinlich. Uiui. Ui. Ha! Okay, wir brauchen einen Schlüssel und keine Zange, I guess. Was war das denn? Kein Bock. The fuck, Loki? Spreng mich nicht einfach so an. Ja, nee. Oh, wie schön, wir jetzt einen Gesundheitsschrank. Ach ja. Bist du ein Gesundheitsding? Gleich reinballern. Ich sagte reinballern, nicht ausweichen. Oh mein Gott, und das tut halt so gar nichts, ey. Das ist so bitter. So legit, es tut halt nichts. Diese 2 AP, die ich dadurch quasi mehr habe, es ist Trauer. Eins Trauerspiel. Ja, in 204 komme ich trotzdem nicht rein, ne? Das. Ja, da waren wir schon. Da hat es zugenagelt. Tut uns also auch nichts. Dann gehen wir mal nach oben. Da gibt's sicher mehr Items für uns. Uff. Sick, Alter. Oh mein Gott, ich hasse das. Man kann hier nichts machen. So, du haust quasi einmal rauf und er bringt dich gleich wieder um. Du hast hier so wenig Chancen, irgendwas zu tun. Dafür ist es einfach viel zu wenig. Yeah, I know, so far, so far, und so. Oh, ist halt echt painful. Not gonna lie. Echt painful. Ich kann den alten übernehmen.
Okay. Bevor wir nach oben gehen, gehe ich nochmal nach unten. Shortcuts machen oder so. Gleich 5. Was ist denn hier los? Okay, wo bin ich hier? Oh. Okay, hier war ich noch nicht. Also Teams. Nee, hier war ich noch überhaupt nicht. Okay. Schreiter. Kotzt doch? Fragezeichen. Hallo. Entschuldigung. Hallo. Lassen Sie sich nicht stören beim Kotzen. Ich möchte nur Ihre Wohnung ausnehmen. Haben Sie irgendwie Sachen zum Looten? Ja, ja, ach Mensch, ja, das hört sich nicht gesund an. Vielleicht sollten Sie mal zum Arzt oder so. Just to be sure. Sag mal, nicht mit Gesundheitstranks, Tränke. Ey, also. Bei dem Kühlschrank würde ich auch kotzen, ne? Ist es nicht gesund? Würde ich doch mal überdenken, die Ernährungsweise. Hey, who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. He? Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Auch eine tote Frau. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town. There's something wrong. Mensch, was fällt dir früh auf? Might be best if you just get out of here. Yeah. Yeah, you're right. You want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. Außerdem werde ich schon vom Monster noch genug angekotzt. Eddie. Be careful. Yeah. You too. Ich störe da mal nicht weiter, ne? Kommt trotzdem mal zu uns rein? Eddie, are you gonna be okay? Yeah, I guess. Okay. Hier sind irgendwie nur komische Leute in dieser Stadt, kann das sein? Ach, ich frag mich warum. Ich will doch wieder irgendwie hier umkotzen. Absolut gar nichts. Like, actually nothing. Sich sein das Notting Hill. Ach du heilige Sch.
Ja, Mensch, hab was vergessen. Ich muss noch mal los, nicht? Möchte so einer nacheinander erschossen werden? Na, wer will, wer hat noch nicht? Holen Sie sich jetzt Ihr gratis Kugel ab. Hallo? Ja, treffe ich doch nicht mehr, oder? Hey, ihr könnt nicht alle nacheinander hintereinander. Manchmal bin ich ein bisschen doof. Könnte ich alle gleichzeitig rein, würde ich sagen. Ist das ein explosives Ding? Nein, ne? Digga, wie soll ich denn 4 töten? 5. Oh, das ist so weit weg für Headshots. Und ich weiß nicht, ob Headshots hier töten. Also, töten. Wahrscheinlich auch nicht. Oh, es wackelt sehr dolle. Da treffe ich dich aus. Oh Mensch! Oh, ich hab was vergessen! Kommen die denn aus dem Pool raus oder sind die da einfach nur am Chillen? Okay, ich geh mal nach da. Ich geh mal nach. Ich stecke fest. Oh, einer ist draußen. Kackpratze. Treffe ich den so überhaupt? Ich bin mir sehr unsicher, ob ich dem gerade Damage mache oder nicht. Ich will echt nichts sagen, aber die kriegen wir nicht alle tot. Das ist... Gut, fangen wir mal bei dir an, ne? Spoiler! Headshot töten mich. Ich frage mich jetzt, ob ich den halt schon Damage gemacht habe, weil ich den gerade schon getroffen habe oder not. Kannst du mal aufhören, dich zu bewegen? Please, ey, stopp mal. Ja, du bist echt wunderschön. Das ist echt wow. Look at you, beauty! Oh, explosives Fach. Fass. Uiuiui, no day, Matt. Du musst dich gleich die Beine breit machen. Diese Monster mit ihren komischen Vorlieben, Alter. Das sieht echt nie. Junge, das sieht nicht gesund. Das ist. Ich weiß ja nicht so. Also. Okay. Oh, eine Münze. Schlango.
Okay. Haben wir sonst noch irgendwas an Heilung oder so? Das ist ja meine Hoffnung. Ah, da jetzt glaube ich so ein Park dann, ne? Das Tor ist dann ab, sonst nur geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich bitte an die Rezeption. Das ist eine Lüge, Digga. Gut. Da bin ich hergekommen, ne? Das heißt, hier gibt es absolut gar nichts für mich. Warte, warte, warte. Wo geht's denn? Oh, das ist einfach nur der Rückweg. Okay. Das heißt, ich habe die Tür jetzt aufgemacht quasi. Okay. Ja, 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 ja. Du mich auch. Hä? Habe ich noch eine? Oh! Nee, ich hatte... Hä? Achso, okay. Ich kann die wahrscheinlich nur... Wenn die resettet? Keine Ahnung. Ah, es fehlen noch drei. Ah nee, ich hatte ja neu geladen, ne? Weil, genau. Komplett falsch war irgendwas. Ich erinnere mich. Okay, okay. Okay. Wenn wir da wahrscheinlich aber trotzdem weiter müssen... Ich von aus. Hier ist es so ein bisschen am Laggen. Oder Laggen ist, glaube ich, das falsche Wort, aber die Framerate sinkt hier sehr. Hätte mir wenigstens ein bisschen Gesundheit geben können. Ja, muss ich ja nicht. Hab die ja schon gekillt. Decken die. Gut, Ellie kotzt wahrscheinlich noch. Wollen wir mal machen. Von Gesundheit. Von mir haben wir eine ganze Küche und der ist nothing. Like nothing. So, hier ging es irgendwo lang. Ah. Ich kann wahrscheinlich noch nach oben, gell? Da waren wir jetzt nicht. Ich habe die dritte Etage schon wieder komplett vergessen, dass sie existiert. Schön. Ja, wisst ihr was? Ich speichere sehr gerne. Das ist so ein Hobby von mir. So rote Dinger bekrabbeln, um zu speichern. Kurz in uns gehen. So. Ups, das war falsch. Und verkacken. Ja. Glas. Gut, da geht's nicht weiter. Au. Fake Glas, fake Türen. Unser ganzes Leben ist eine Lüge. Fake, keine Ahnung, was ist da drinne? Dinger. Brettchen, du bist nicht auch fake, ne? You are the only true in James' life. Hello. Nee. Gehen Sie weg. Oh, oh. Ui, 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 ui. Welche
gesagt, hatte ich jetzt mit Dingern. Na, fuck. Mit Spendengerechnung nicht mit. Sie müssen nicht für mich auf dem Tisch tanzen, danke. Das ist wie. Oh mein Gott, mein Gott. Ich war nicht darauf vorbereitet, gleich von zwei wunderschönen Fußfetischen und dann. Au, angegriffen zu werden. Wie gonna. Die. Au. Ich finde das so toll. Du bist gestorben. Ah, nee, wirklich? Da hatte ich mal ein Nickerchen. Ah, bei denen weiß ich noch nicht, wie ich mit denen am besten umgehen soll. Gerade wenn es zwei sind. Weil Zielen ist halt, wie gesagt, ist echt nicht so meins, nicht? Es wäre einfacher, hätte ich sowas wie, keine Ahnung. Help. Imagine. Oh mein Gott, ich bin echt nicht gut im Zielen. Like, ich bin halt wirklich nicht gut im Zielen, ne? Ja, könnt ihr vergessen. Fuß-Uschis nerven, ne? Diese fucking Fuß-Uschis. So, das Ding ist, ich... Du kriegst hier halt keine Gesundheit. So, technisch gesehen sollst du genug bekommen. Auf normal. Kriegst du aber einfach nicht, weil es... Du kriegst viel Hits. So, ein Gesundheitsdrink heilt dich nicht. Er heilt dich nicht mehr zur Hälfte, heilt dich so gefühlt ein Viertel oder noch weniger. Das heißt, ich kriege zwar ab und zu ein, zwei Gesundheitsdrinks, but they do nothing, weil es einfach zu wenig Health gibt in diesem Spiel auf normal. Beziehungsweise die Gegner dafür zu krass reinhauen. Steuerung, wie gesagt, ist halt wie immer auf der Konsole, geht so bis Mittel. Kannst du halt echt knicken. Gerade wenn die so zappeln. Schlüssel. So, ja, ich komme nicht drum herum, ne? Ich muss da rein. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen sollen, ehrlich gesagt. Eins von den Viechern ist schon scheiße. Gerade wenn du halt nichts zum Heilen hast. Ich habe nichts zum Heilen. Also, wenn ich treffen würde, aber ich treffe halt nicht. So, ich. So, bis ich gezielt habe, sind die halt schon auf mich drauf. Und es kommen halt gleich beide. So. Die Uschi hat gestöhnt wie sonst was. Steht auf James Uwu. Wo ist deine Zwillingsschwester? Wo ist das Mistviech? Hallo. Digga, ich weiß, du bist hier. Tu nicht so. Playing hard to get, ey. Oh mein Gott! Nom, 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 nom. Wo ist die Alte? Der Wasser. Bein, wo sie wants, it's gone, no?
Ich hatte gerade Gesundheit, du blödes Ding. Ey, gerade fucking gehen, die kleine blöde Schatzkatze. Aggression, Klappe. Ich mag die nicht. Ich war gerade einmal voll geheilt. Und das Mistvieh springt mich einfach so an. So Surprise! Was ist da für eins? Nicht lang. So nie. Habe ich hier nicht irgendwas Wichtiges übersehen? Oh, ganz wichtig. Uiuiui. Nein, okay. Schön, das ist ja... Okay. Ich habe meine Taschenlampe ausgemacht. Digga, ich kann nicht. Es ist so beschissen, Alter. Es ist so beschissen, diese fucking Drecksviecher, Alter. Ich will nicht mehr. Oh, fucking Scheiße, Alter. Wir wären keine Freunde. Nee, Alter. Wir wären keine Freunde mit denen. Es ist... Au. Es tut mir leid, dass ich gerade so verkacke, aber die Viecher, die sind echt nicht funny. Überhaupt nicht. Und ich wiederhole, die Steuerung ist halt auch nicht die geilste auf Konsole. Da kann man halt auch nichts machen. Da kann ich auch nicht die... Also ich kann schon, ne, die Empfindlichkeit ändern, es wird aber nichts ändern, weil also das Hauptproblem ist halt, dass es hin und her schwingt. Du kannst nicht genau zielen in diesem Spiel. Oder allgemein in Shootern auf Konsolen, es ist einfach so. So, ich spiele eigentlich gerne oder lieber auf der Konsole, technisch gesehen. Aber Shooter sind echt scheiße auf der Konsole. Ich weiß halt auch nicht, ob es was bringt. So. Sie verstecken sich halt. Man stinkt überall hin und nicht da, wo man hinschlagen. Alter. Also Zielhilfe ist halt null, ne? Zielhilfe ist so gegen dich. So, ich würde wirklich ungern die Schwierigkeit runterstellen, aber... Ich habe das Gefühl, wenn du halt komplett blind spielst, was ich halt tue, ist die Schwierigkeit leider zu schwer für mich. Ich versage halt schon an normalen Gegnern gerade. Und das ist lächerlich, weil die, die mir schon länger folgen, wissen, dass ich in Horrorspielen eigentlich auf normal immer easy durchkomme. Und das ist nicht mein erstes Silent Hill. Genauso wie Resident Evil haben wir auch schon genug auf normal gespielt. So, ja, Munition ist immer knapp gewesen und so, aber dass ich so extrem verkacke... Hatte ich eigentlich so noch nicht.
Situation. Selbst wenn ich hier sofort ausweiche. Weil ja, die sind sehr schnell. Und ich müsste quasi gleichzeitig die Kamera drehen und draufschlagen, weil, ja. Sonst nicht gezielt wird. Ihr seht, er zielt überall hin, nur nicht auf das Viech, weil, ja. Zielhilfe ist in dem Spiel nicht gut. Beziehungsweise ist eigentlich nicht vorhanden. Es gibt keine Zielhilfe. Die Zielhilfe ist gegen dich. Und ich weiß oder habe gehört, dass es halt im Original wohl noch schlimmer sein soll. Dementsprechend mal die, also ernste Frage an euch, so, was wäre für euch frustrierender, wenn ich weiter so fünfmal im Part sterbe? Oder wenn ich die Schwierigkeit runtersetze? Weil ich weiß mir gerade halt echt nicht zu helfen. Die sind echt fies, die Viecher halt. Legit, fies. So, da interessiert mich halt euer Feedback dann, weil für mich, ich bin halt jemand, gerade im Moment denke ich mir halt, dass mir die Schwierigkeit sowas von egal ist, gerade bei Story-Spielen, Hauptsache, ne, ich krieg's irgendwie durch, weil, ja, mental. You know. Da war das Viech, aber ich weiß halt nicht, wie ihr das seht. Noch da, so, ihr seid viel zu schnell, die reagieren viel zu schnell auf mich. Ah! Oh mein Gott, du warst 5 Meter weg, Junge. Ich hab keine Chance auszuweichen, Junge. Können sie mir wenigstens ein paar Injektionen gönnen, aber selbst das nicht. Und die Gesundheitstränke, wie gesagt, sind halt lächerlich in dem Spiel. Gesundheitstränke machen dich halt viel zu wenig heiler. Like legit viel zu wenig. Wenn es so die Hälfte wäre, aber nee, es ist viel weniger als die Hälfte. Aber was haben wir hier? Ich weiß, dass hier etwas ist. Ich weiß es. Ich kann es spüren. Alles sieht ganz normal aus, aber das ist es nicht. Tief unten, da pulsiert etwas, versucht hervorzubrechen, oder? Oder sollte ich zu ihm gehen? Ich muss es freilegen. Es ist also aus einem Versteck reißen. Okay. Aber ohne mich. Schicht für Schicht werde ich abziehen, bis ich es sehe. Ich weiß, dass es da ist. Okay. Ja, wieder Dinge. Mit hier bin ich doch rausgekommen, hä? Hier war ich noch nicht nah.
mag die echt nicht. Nochmal zwei. Are you fucking kidding me? Wie viele wollen die denn noch in dieses Scheißspiel packen? Ey, sorry. Es ist. Das ist lächerlich. Ich möchte nochmal wiederholen, ich spiele auf normal, ich spiele blind. Und wir sind jetzt, ich glaube, 20 Mal, naja gut, so oft nicht, aber ein paar Mal gestorben, weil wir jetzt 5 Monster hintereinander hatten. Und wir absolut in einem tollen Spiel gar nichts an Sachen bekommen. So, jetzt mal realistisch gesehen, wie spielt man auf schwer? Blind oder allgemein? How? Ich glaube, dass so leid es mir tut, bringt halt nichts, gell? So. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es an mir liegt oder das Spiel allgemein sehr schwer ist. Ich habe keinen Vergleich zum Original, weil ich das leider nie gespielt habe. Aber was ich sagen kann, mich persönlich würde es auf Dauer einfach nur frusten. Weil ich weder was ändern kann, dass die Steuerung beschissen ist, noch, dass die Zielhilfe nicht vorhanden ist. So. Noch kann ich mehr Items ins Spiel cheaten. Ich kann mit dem arbeiten, was ich habe, und das ist halt im Moment nicht ausreichend für auf normal spielen. Kann sein, ne? Leute, die perfekt zielen können, kriegen das sicher easy peasy hin. Ich kann es halt nicht, weil die Steuerung mir einen Strich durch die Rechnung macht. Und das gleiche Problem hatte ich halt auch bei Resident Evil 4, weshalb ich halt damals auf Steam rübergegangen bin, weil es halt nicht spielbar war für mich. Da war es sogar noch schlimmer. Hier, wie gesagt, treffe ich wenigstens ab und zu. Bei Resi 4 habe ich halt überhaupt gar nichts getroffen, weil es einfach nicht machbar war. Es ist halt so krass zu sehen, wie sie eine Steuerung auf der Konsole ruinieren. Und es ist halt so oft zu sehen bei Shooter. Nicht immer. Es gibt auch Spiele, die einigermaßen auf Konsole spielbar sind, aber das ist echt nicht mehr fun. So, wie gesagt, ihr könnt gerne Feedback lassen, was für euch angenehmer ist. Aber ich spiele halt Horrorspiele größtenteils für die Story und um Spaß zu haben und nicht, um mich zu frusten. Wo war denn die Schnelligkeit von dem Ding? Dass ich dauernd sterbe, weil es extrem schwer ist. Ich glaube aber auch nicht, dass schneller helfen wird. Weil es ist halt so, das Problem, was ich habe, ist, dass es wie so stockend sich anfühlt. Ich kann es auch ganz extrem schwer erklären. I don't know. Wie gesagt, hoffe, es ist völlig in Ordnung, aber ich habe im Moment halt auch einfach nicht die Nerven, um mich da jetzt so abzufacken und 3 Stunden nicht weiterzukommen im Spiel, weil es so schwer ist. Kann sein, dass das Original auch schon fordernd war. Ich weiß halt nur, dass die anderen Zeilentitel, die ich bislang gespielt habe, auf normal eigentlich kein Problem für mich waren. So, ja, du bist mal 1-2 Mal gestorben, aber dass du absolut keine Möglichkeit hast, weiterzukommen, weil du 5 Viecher da hast. I don't know. Ja. Die Viecher sind halt auch einfach fies. Also, sie springen halt quasi die ganze Zeit umher. Du kommst mit der Kamera nicht hinterher, weil du ausweichen musst und gleichzeitig zielen musst. Die Zielhilfe hilft dir aber nicht beim Zielen bzw. Schlagen. Das heißt, du kommst gar nicht hinterher. Kritisch. So, ich habe halt schon viel Negatives gehört zum OG Silent Hill 2 von der Steuerung und den Kämpfen. Kannst halt nicht beurteilen. Ich sehe halt nur, dass es hier probably besser ist. Aber definitiv auch ein paar Probleme hat, leider. Der Grund, warum ich es mir halt auf der PlayStation geholt habe, ist, wie gesagt, im Endeffekt, ich spiele lieber am Fernseher, weil ich halt einen großen Fernseher habe, der halt auch OLED hat. Und OLED ist halt einfach gerade bei Horrorspielen, die dunkel sind, weitaus hilfreicher als, ja, auf dem Monitor normal spielen. Der zeigt im Moment eh und ja, I don't know. Viele Spiele sind halt auch Konsole-only. Beziehungsweise die Releases kommen weiter später aus. Siehe zum Beispiel Final Fantasy. Da ist halt erstmal die ersten Jahre nur auf der Konsole. Wie jetzt Rebirth zum Beispiel.
Na gut, wir sind leider nicht wirklich vorangekommen. Ich würde den Part trotzdem beenden, weil wir bei 45 Minuten sind. Wir versuchen es beim nächsten Mal dann nochmal auf leicht. Sowas ärgert mich immer. Das hat aber auch was mit mir selber zu tun. Es hört sich irgendwie irgendwo doof an. Es ist halt nur ein Spiel, ne? Aber irgendwie denke ich mir dann echt so, ey, bist du einfach nur scheiße? Oder, ne? Hast du so extrem nachgelassen, weil du kaum noch irgendwie zockst? Oder halt zumindest Horrorspiele nicht, ne? So. Ist das Spiel wirklich so schwer? So, ich zweifle dann sehr schnell an mir selber. Das hat irgendwas mit Stolz zu tun. So, mein Gott, ich will diese Schwierigkeit aber nicht runterstellen. Warum muss ich das tun? Und ich werde gerade von meinem Axolotl angestarrt. So, der gerade alle Viere auseinandersteigt. So, okay, Lotti. Gönn dir. Anyway, Leute, ja. Wird schon, I guess, jetzt besser werden. So, wären diese Viecher nicht und auch nicht 5 von denen, dann, na, kein Problem. Aber bei 5 komme ich gerade einfach nicht weiter. Weil ich einfach weder Munition noch Heilung gerade habe. Frustrierend, aber Edi ist super Edis, ne? Kann man nicht ändern. Gut, dann danke ich euch trotzdem fürs Reinsehen. Wir sehen uns beim nächsten Part, wenn ihr noch Bock habt. Ich gebe mein Bestes. Bis dann.